Ja, herzlich willkommen zur Infoveranstaltung zur systematischen Meditationsausbildung. Sie ist ganz neu konzipiert, dauert 1,5 Jahre und wird im Juni 2024 starten. Mit mir anwesend ist Frank Dick, einer der Lehrer. Der andere Lehrer ist Jürgen Manzart. Meine Wenigkeit wird auch vor Ort sein. Ich bin Heike Schmick, ich arbeite als Bildungsreferentin im tibetischen Zentrum und wir werden heute etwas zu der Ausbildung erzählen. Frank wird eher was sich aus der inhaltlichen Ebene erzählen und ich werde mich ein bisschen auf die organisatorische Ebene beschränken. Ja, vielleicht ist gut zu erwähnen, dass natürlich viele Anfragen immer wieder kommen hier im tibetischen Zentrum, dass Menschen ernsthaftes Interesse haben, nicht nur Meditation zu erlernen, sondern vielleicht auch Hilfestellung zu bekommen, dass man es wirklich auch in das eigene Leben besser integriert, sodass man das vielleicht eine gewisse Art von Meditationspraxis täglich aufbaut. Da gibt es sowohl Menschen, die ganz neu interessiert sind an dieser Art von Bereicherung ihres Lebens. Manche haben vielleicht das schon öfters versucht und irgendwie nicht gefunden, so das auch in einer gewissen Kontinuität dann auch beizubehalten. Und in dem Zusammenhang haben wir uns eben überlegt, so eine Meditationsausbildung zu konzipieren. Das ist uns jetzt letztlich gelungen. Und ja, ich freue mich drauf, dass wir jetzt so, das wird dann in ungefähr 1,5 Jahre knapp sein, entsprechend die Möglichkeit haben, gemeinsam da durch diesen Art von Prozess zu gehen. Genau, das ganze Ausbildung wird insgesamt 4 Module umfassen, die in unserem Meditationshaus in Lüneburger Heide in St. Gelling stattfinden. Die sind zwischen 6 und 7 Tagen lang. Es wird auch immer eine Klausurzeit von 2 Tagen bei diesen Modulen dabei sein. Und zu den ersten 3 Modulen gibt es auch jeweils noch ein Wochenende bei uns hier in Hamburg. Es ist möglich, dass man eingeschränkt an dieser Ausbildung auch als Fernteilnehmer online teilnimmt. Warum eingeschränkt? Weil natürlich bestimmte Elemente von Übung und Praxisanweisung wirklich am besten und eigentlich nur vor Ort durchgeführt werden können. Und von daher muss man sich einfach bewusst machen, oder wir empfehlen es ganz, ganz stark, dass man wirklich versucht, vor Ort daran teilzunehmen. Es gibt natürlich auch Menschen, die es sich einfach nicht möglich, für die es einfach nicht möglich ist und von daher wollten wir die nicht ausschließen. Aber es ist nur man kann nicht alles abbilden online. Deswegen haben wir auch ganz bewusst geschrieben, eingeschränkt ist es möglich, auch aus der Ferne teilzunehmen. Ja, vielleicht kannst du was zum ersten Modul erzählen. Was ist das erste Modul? Ja, das erste Modul, man muss immer sehen, in der Meditation geht es ja prinzipiell erstmal darum, dass man überhaupt lernt, den eigenen Geist ein bisschen mehr zu entspannen, vor allem, weil wir einfach sehr beansprucht sind und deswegen sehr viel am Denken sind. Und viele von uns haben eigentlich nicht unbedingt die Fähigkeit, dies ein bisschen mehr zu kontrollieren, sodass man auch Phasen hat, in denen man wirklich nicht nur körperlich sich entspannt, wenn man vielleicht, wie man es zu Hause auf der Couch macht oder beim Sport macht, sondern wirklich auch die Fähigkeit entwickelt, innerlich wirklich zu entspannen, loslassen zu können. Und in dem Zusammenhang ist es grundlegend erstmal wichtig zu verstehen, dass es natürlich auch eine Sache ist, die man jetzt nicht nur auf Meditationskissen oder so bewirkt, sondern man sollte schon gucken, dass man bestimmte Art von Gewohnheit auch in das ganze Leben einfließen lässt. Nichtsdestotrotz geht es eigentlich grundlegend darum, und das wird am ersten Modul neben dem ganzen Kennenlernen, natürlich, man lernt ja die anderen Menschen kennen, die das mit einem machen, und auch die Abläufe kennen. Geht es natürlich vor allem darum, wie man überhaupt lernt, den eigenen Geist mehr in so einen friedvollen, ruhigen Zustand zu führen. Buddhistisch gesehen würde es quasi nicht primär darum gehen, dass man es einem um die Ruhe oder so vielleicht selber geht, aber der Vorteil ist, wenn man es schafft, durch einfache Methoden wie Atmen, Meditation und Ähnlichem, den Geist in diese Art von Ruhe zu versetzen, dass er eben auch eine gewisse Art von Klarheit gewinnt. Und man hat die Vorstellung, dass je ruhiger und klarer der Geist ist, das wird dann auch auf uns selber abfärben, dass wir selber mehr stabiler sind, dass wir die Fähigkeit entwickeln, auch schon Zustände vielleicht früher zu erkennen, die sich in uns anbahnen und uns dann vielleicht, wenn man das nicht bemerkt, dann eigentlich sehr schnell wieder aus dem Gleichgewicht bringen, das deutlicher zu erkennen. Hängt davon ab, dass der Geist eine gewisse Klarheit aufweist. Und diese Klarheit und Ruhe und Stabilität, die bewirkt man eigentlich mit einer sogenannten konzentrativen Meditation. Das ist meistens auch das, was man gängigerweise als Meditation erstmal versteht. Und das wird der Hauptfokus sein, natürlich zu Beginn. Neben dem natürlich, dass man
Anweisung findet, wie man eine Meditation überhaupt aufbaut, wie man sich korrekt hinsetzt und so weiter. Das heißt, so die ganzen Basics, erstmal grundlegend in Meditation und auch mehr meditative Erfahrung zu kommen, die werden eigentlich schon in der Auftaktwoche oder diesen ersten 7 Tagen vermittelt. Ja, also genau, das Ziel hatte ja auch schon Frank gesagt. Es richtet sich wirklich an Leute, die schon länger praktizieren, aber den Wunsch haben, auch dann eine tägliche Praxis aufzubauen und zu etablieren im Alltag, aber auch an komplett neue, an Leute, die zum ersten Mal oder Anfänger sind und sagen, ich möchte wirklich von Anfang an gerne so eine systematische Meditationsausbildung haben. Und von daher werden wirklich alle Elemente von der richtigen Sitzhaltung bis halt zu fortgeschrittenen Übungen in der ganzen Ausbildung mit abgedeckt sein. Und es geht halt auch hier wirklich in die eigene Praxis. Und wir haben da zur Unterstützung neben diesen 4 Modulen und diesen 3 Wochenenden in Hamburg, haben wir jedes Woche die Möglichkeit, beim Webinar sich dazuzuschalten. Das wird von unseren Lehrern, aber auch von unseren in Meditation ausgebildeten Tutorinnen sein, die quasi das Ganze begleiten. Man hat also ein relativ gutes Konzept, wo man 1,5 Jahre lang durchbegleitet wird, um halt diese Stabilität in dieser eigenen Praxis auch gewährleisten zu können. Genau, wir haben also ein Buddy-System, das hat sich bewährt auch schon in der Meditationslehrerausbildung oder Lehrerinnenausbildung. Das heißt, man wird sich untereinander gut verbinden, dass man sich untereinander auch unterstützt, sich miteinander abspricht, wo hat man Schwierigkeiten in der eigenen Praxis, wo gibt es vielleicht Hilfsmittel von der anderen Seite, die Unterstützung finden können. Man wird es auf der Moodle-Plattform haben, das heißt, man kann sich da auch verabreden, man kann selber sagen, zum Beispiel eine kleine Gruppe, wir meditieren jeden Morgen zusammen um 8 Uhr online, weil manchmal sind solche Hilfsmittel tatsächlich total unterstützend für die eigene Praxis. Alleine zu Hause zu sitzen oder zu sagen, ich mache das mit anderen zusammen. Eine Möglichkeit. Das hängt wirklich auch von den Teilnehmern ab. Und die Tutoren und Tutoren werden das quasi unterstützen. In ihrer Anwesenheit, in der Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es wird auch Lehrersprechstunden geben und Sprechstunden mit den Tutoren und Tutorinnen. Ja, das ist also ein ganz rundes Paket, was man wirklich dann 1,5 Jahre, die ganze Zeit auch zwischen den Modulen einen roten Faden hat. Man kann diese Option annehmen, aber wenn man merkt, nein, das wird mir zu viel oder es ist zu stressig für mich, jede Woche irgendwie an so einem Webinar teilzunehmen, kann ich mich sporadisch auch dazuschalten oder einfach nur mich mit meinem Buddy treffen oder auch für mich alleine praktizieren. Genau, er hatte ja schon zu dem ersten Modul, konzentrative Meditation, Ruhe des Geistes, was gesagt. Vielleicht kannst du noch das zweite Modul kurz erklären, analytische Meditation, gutes Herz. Ja, in der analytischen Meditation lernt man unter Umständen, wenn man die Zusammenhänge vielleicht für einen eher neu sind, erstmal kennen, dass Meditation ein bisschen weiter gefasst wird, wie man das gemeinhin oft erstmal auffasst, nämlich in dem, dass es nicht nur darum geht, einen völlig ruhigen Geist zu kultivieren, indem man vielleicht im Besten oder so gar nichts denkt, sondern man muss ja ehrlicherweise sagen, wir sind eigentlich primär am Denken. Und die buddhistische Vorstellung ist eigentlich die, dass unsere Denken, unsere Konzepte natürlich auch unser Erleben, unsere Emotionen und so weiter bestimmen. Und natürlich auch viel dazu beitragen, dass wir meistens in verblendeten Zuständen sind, wie Ärger oder Anhaftung und so weiter. Und das eigentlich Zustände sind, die uns selber meistens unglücklich machen und die dazu führen, dass wir andere vielleicht auch nicht besonders glücklich machen. Und also sehr viel davon abhängt, dass man überhaupt lernt, dass es die Möglichkeit gibt, eigentlich das, was wir alle in uns tragen, an Potenzialen und Qualitäten wie Liebe, Mitgefühl und so weiter, auch wirklich zu kultivieren. Und da in diesem Zusammenhang würde man im Buddhismus eben sehen, dass es auch analytische Prozesse gibt. Analytisch klingt zu sehr, vielleicht sehr zu kopflastig, sondern dass man letztlich durch die Art und Weise, sein Denken in vielleicht mehr positive Richtung zu lenken, die Dinge im Gegensatz vielleicht, wie man es vorher gewohnt war, anders zu bewerten. Und durch die neuen Perspektiven, die man dann so einnimmt, das sind dann Prozesse tieferer Kontemplation vielleicht, führt dann dazu, dass in einem bestimmte Erkenntnisse zustande kommen, dass man bestimmte Erfahrungen generiert, wie ein gutes Herz, jetzt ein bisschen freier gesprochen, das heißt Liebe, Mitgefühl und so weiter, in einem mehr erwachsen kann. Dass man überhaupt die Fähigkeit entwickelt, das Gute in einem selber wahrzunehmen, das Gute in anderen wahrzunehmen und vielleicht auch eine ganz andere Art von Blick auf die Welt zu bekommen. Durch diesen Blick man dann eigentlich selber vielleicht auch dann
in Konsequenz mehr Zufriedenheit entwickelt, sich leichter tut, auch Toleranz zu entwickeln, im Umgang mit anderen Menschen entsprechend harmonischer sich verhalten zu können und so weiter. Das heißt, vieles von dem, wie wir leben, hängt ja sehr stark davon ab, welche Qualitäten wir selber in das Leben einbringen. Und in diesem Kontext analytischer Meditation geht es natürlich erstmal darum, diese Zusammenhänge zu erkennen, dass eigentlich die Art und Weise, wie wir denken und so weiter, unser Erleben uns natürlich stark bestimmt, aber dann eben auch durch die entsprechenden Mittel in diesen sogenannten analytischen Meditationen neue Perspektiven einzunehmen, andere Bewertungen vielleicht innerlich vorzunehmen, das zu kultivieren. Und dann mit öffnen sich manchmal neue Türen, die dazu führen, dass man ganz anderen Kontakt findet zu diesen eigenen inneren Qualitäten, dass man mehr Selbstbewusstsein entwickelt, weil man eigentlich erkennt, dass man jetzt letztlich als Mensch total viele Möglichkeiten hat, egal vielleicht, wie gut oder schlecht es im Moment im Außen läuft. Und dass man eben die Fähigkeit dann auch entwickelt, das Leben irgendwie anders zu bestreiten und so. Und dieses Hervorbringen solcher Fähigkeiten an neuer Perspektive, Einsicht und natürlich innerer Qualität, das wird quasi durch diese verschiedenen Arten analytischer Meditation gefördert. So. Und das wird ein Hauptthema sein, in diesem natürlich auch über einige Tage gehendes Seminar. Also, oder Workshop, sagen wir. Aber natürlich ist es ein Prozess, den man dann auch in seinem täglichen Leben umsetzt. Das heißt, die entsprechenden Hilfsmittel, wie man es vermag, dann auch diese neuen Perspektiven, andere Bewertung auch nicht wieder zu vergessen, nachdem man vielleicht ein paar schöne Tage im Meditationshaus verbracht hat. Diese Mittel gibt man auch an die Hand, wie man das also vermag, dann besser auch im Alltag umzusetzen und so. Das soll ja letztlich sich beides bedingen. Das heißt, auf der einen Seite sollte man Inspiration erfahren, sich durchaus vielleicht täglich ein bisschen auch aufs eigene Kissen zu setzen, aber auch die Fähigkeit, dann dieses, was da an Qualität entsteht, auch in den Alltag zu integrieren. So. Und das werden einfach Dinge sein und Inhalte sein, mit denen wir uns dann in diesem analytischen Meditationsmodul beschäftigen. Ja, während der ganzen Module, aber auch während der Wochenenden in Hamburg, wird es auch immer praktische Elemente geben. Also es ist wirklich, die ganze Ausbildung ist sehr praxisorientiert. Und von daher werden wir auch so viele ganz einfache Körperübungen lernen, die man ohne großartige Vorkenntnisse oder auch mit körperlichen Einschränkungen relativ einfach umsetzen kann, weil der Körper in der Meditation einfach ein ganz wichtiges Mittel ist. Und das wird sich die ganze Zeit durchziehen. Und wir werden zum Beispiel, wenn ein Lehrer merkt, oh, es sind aber noch Inhalte, die er gerne weiter vertiefen möchte, wird er auch zum Beispiel ein Webinar nutzen, um da nochmal auf die Inhalte einzugehen. Weil vor Ort in Sempkelingen, aber auch in Hamburg, geht es wirklich fokusmäßig um die Praxis. Deswegen haben wir auch diese Klausurzeiten. In jedem Modul gibt es 2 Tage, wo geschwiegen wird, wo sich wirklich darum geht, der Lehrer wird punktuell kurze Inputs geben zu den einzelnen Einheiten, aber es geht darum, diese auch dann wirklich zu meditieren und auch eventuell das, was ich vorher gelernt habe, loszulassen und mich dem erstmal zu folgen, um halt dann auch zu neuen auch Erkenntnissen zu kommen und zur Verbindung zu kommen. Weil was hat mich zum Beispiel bis jetzt daran gehindert, meine Praxis so aufzubauen, wie ich es mir vorgestellt habe? Und in dieser ganzen Ausbildung soll es wirklich unterstützend sein, dass ich zu meiner eigenen Praxis finde. Es wird verschiedene Hilfsmittel kommen, von Körperübungen bis zu einem standardisierten Meditationsablauf. Das wird zum Beispiel vormittags in der Morgensitzung immer sein, aber halt auch zu einem Austausch und Diskussionen in der eigenen Praxiserfahrung in diesen zweitägigen Klausurzeiten. Das 3. Modul, da geht es um die Vergegenwärtigung tiefer Einsicht. Ja, auch wenn jetzt diese Ausbildung letztlich nicht verlangt, dass man selber jetzt ein sehr religiöser Mensch oder buddhistischer Mensch sein müsste, muss man natürlich sehen, dass wir uns natürlich schon aus dem buddhistischen Background speisen und das auch einfließen lassen. Und wenn es jetzt um Einsicht geht, dann hat es natürlich viel damit zu tun, das haben wir bei der letzten Besprechung dieser Ausbildung ein bisschen scherzhaft so verdeutlicht. Das heißt, in der buddhistischen Tradition geht es ja nicht primär darum, dass man meditiert, um gut einzuschlafen, sondern wir wollen gut meditieren, um zu erwachen. So. Und mit Erwachen ist natürlich vor allem gemeint, tiefere Einsicht zu finden. Nämlich tiefere Einsicht darin, dass wir tiefer erfassen,
dass eigentlich unser oft Probleme und Leiden viel damit zu tun haben, dass wir getäuscht sind, dass wir bestimmte Zusammenhänge gar nicht erkennen. Und in dem Zusammenhang, dass man dadurch, dass man selber getäuscht ist, dann dazu neigt, selber wütend zu werden, ungeduldig zu sein und so weiter, schlecht über andere zu denken, alles Mögliche. Da würde man im Buddhismus eben sehen, dass es nicht primär daran liegt, dass wir jetzt schlecht wären, sondern im Gegenteil. Man geht davon aus, dass wir alle einen sehr guten Kern in uns tragen. Aber wir sind eben getäuscht und können bestimmte Aspekte der Realität und Wirklichkeit aufgrund dieser Täuschung nicht wirklich erfassen. Ein ganz einfaches Beispiel hat damit zu tun, dass man einmal viel mehr und deutlich erkennt, wie die Dinge in Verbundenheit und Abhängigkeit zueinander existieren. Auch für einen selber, das muss jetzt gar nicht so philosophisch sein, sondern schon zu erkennen, dass das, was mich als Mensch ausmacht, dass das eigentlich in abhängiger Verbundenheit zu den anderen existiert, dass man eigentlich sehr viel mehr dieser Realität annähert. Das hat der Buddha eben verdeutlicht, das sogenannte Abhängige entstehen, dass eigentlich über diese Art von Verständnis der Verbundenheit und Abhängigkeit und so weiter dazu führt, dass man Wege sieht, die dazu uns bringen, uns verbundener zu fühlen, die auch dazu führen, dass wir letztlich nicht so den Dingen so stark verhaftet sind und dadurch eigentlich eine innere Freiheit mehr erleben. Und genau diese Art von mehr und mehr sich von dem zu befreien, was uns eigentlich innerlich oft fesselt oder was auch dazu führt, dass wir nicht so gut in unserer eigenen Entwicklung vom Fleck kommen, das wird quasi diese Art von Hindernisse, die werden quasi sehr stark oder aufgelöst vielmehr durch Einsicht. So. Und da gibt es im Buddhismus natürlich sehr viele Methoden, indem man über den Aspekt der Weisheit, wie man das nennt, eigentlich dann auch meditiert. Und das sind dann auch wie natürlich primär analytische Meditationen, das wird man dann natürlich sehen, aber die haben dann sehr starken Wirkung dahingehend, dass wir, was ich eben eingangs schon verdeutlicht habe, eigentlich ganz neue Perspektiven finden, die für uns vorher gar nicht so klar waren. Und natürlich ist es ein weites Spektrum, im Buddhismus hört das eigentlich nie auf, das ist dieser Erkenntnisprozess. Aber der wird eben vor allem durch spezifische Methoden, man spricht von Satipatthana, da spricht man zwar allgemein erstmal von Vergegenwärtigung oder Achtsamkeit, das manchmal übersetzt, aber letztlich ist es eine Form der Weisheitsschulung, die dazu führen soll, dass man quasi immer tiefer Einsicht findet in die Realität, eigentlich das, was unsere Welt und uns ausmacht und so. Und das wird uns quasi in diesem dritten Modul intensiver beschäftigen. Für die, die es schon gehört haben, natürlich geht es dann um die sogenannten vier Ausrichtungen der Vergegenwärtigung, den Körper, die Empfindung, den Geist und noch andere Phänomene. Also, aber es wird jetzt nicht so stark theorielastig sein, sondern es wird primär darum gehen, in entsprechenden Meditationssitzungen dann diese im besten Falle Einsichten zu gewinnen und gemeinsam zu generieren, sich darüber natürlich auszutauschen und zu schauen, was das für Konsequenzen vielleicht hat, wenn man Dinge lernt, neu zu sehen, zu bewerten und so weiter. Ja. Genau, bei diesen Online-Webinaren wird auch ungefähr alle 4 bis 6 Wochen eine Lehrkraft anwesend sein, sonst werden das Tutoren machen. Zu jedem Modul wird es auch einen Reader oder ein Handout geben, sodass man gewisse leichte inhaltliche Unterstützung hat. Aber wie gesagt, der Fokus ist wirklich die Praxis. Die ganze Ausbildung man hat eigentlich keine Voraussetzungen. Man sollte einfach offen sein und sollte den Wunsch haben, Meditation lernen zu wollen, sonst haben wir eigentlich keine Voraussetzungen für diese Ausbildung. Die Kündigungsfrist, ich bin jetzt also ganz bei den ganzen Orga-Punkten, ist so wie bei all unseren Kursen, man zahlt einen monatlichen Beitrag und dann kann man sozusagen, hat man glaube ich eine Kündigungsfrist von 6 Wochen. Also man muss sich jetzt auch nicht für 1,5 Jahre binden. Ist natürlich schon sinnvoll, sich auch diesen Zeitraum freizuhalten, wenn man das wirklich ernsthaft machen möchte, dass man wirklich versucht, diese 1,5 Jahre, und wir haben festgestellt, mit diesen 1,5 Jahren ist es nicht zu kurz, weil wenn es zu kurz ist, hat es nicht diese Wirkung. Und wenn etwas zu lang ist, das wird bei 2 Jahren, dann ist es schon wieder so lang, dass man es schwieriger schafft, es sagen, in seinen Alltag zu integrieren. Und wir haben auch wirklich die Erfahrung gemacht, dass 1,5 Jahre relativ gut ist. Wir werden natürlich auch da, das Tibetische Zentrum bietet darüber hinaus ja auch viele andere Kurse an, und man kann immer auch Kurse buchen, die weitere vertiefende Elemente mit sich bringen. Es gibt regelmäßig Shamatha-Kurse, Meditationskurse, also Klausuren in Senkeling, ganz speziell mit bestimmten Themen. Aber da wird halt nicht so individuell auf
das eigene Thema drauf eingegangen und das wollen wir in dieser Ausbildung wirklich gewährleisten, dass man auch wirklich individuell die Möglichkeit hat, seine Fragen loszuwerden, seine eigenen Erfahrungen zu machen und miteinander zu wachsen. Ja, kommen wir schon zum letzten Modul, das Abschlussmodul, die Natur des Geistes. Was kann man dazu sagen? Ja, dieses Modul beinhaltet eigentlich so bestimmte Aspekte, die auf der einen Seite damit zu tun haben, dass es natürlich bei der Meditation geht es immer um die Schulung, um eine Schulung oder ein Training oder was zu kultivieren. Und das, was man trainiert, kultiviert und so weiter, ist immer der eigene Geist. Und in dem Zusammenhang natürlich auch im Hinblick darauf, dass man von ein bisschen diese Einsichtsmeditation und so weiter gemacht hat, wird es dann sehr stark darum gehen, dass man die Erfahrung macht, dass es gängige Methoden gibt, indem man mehr den Wahrnehmenden, also das Bewusstsein, das Gewahrsein selber zum Objekt macht und dann eigentlich vielleicht durch dieses Meditation, indem man auf die Natur des Geistes meditiert, über diese Fähigkeit dann noch tiefere Einsicht findet. Zum Beispiel Einsicht darin, dass das, was wir wahrnehmen beispielsweise, immer auch in Verbindung steht zu dem Geist selber. So, dass man darüber hinaus natürlich den Geist auch auf einer tieferen Ebene betrachtet, in Form dessen zu erkennen, dass der Geist eben auch eine oberflächliche Erscheinung hat, auf die wir uns oft sehr oft beziehen, aber dass es letztlich auch Ebenen im Geist gibt, die auch ein bisschen tiefer sind und die eigentlich hinter dem stehen, was die ganze Zeit so Gedanken und so weiter ausmacht, mit denen wir uns ja meistens identifizieren. Das ist so der eine Part. Und dann natürlich geht es ganz spezielle Mittel, gerade im tibetischen Buddhismus, wo man mit Visualisationen und so weiter arbeitet. Und da wird eigentlich an diesem Modul Jürgen Mansart eben sehr tiefgründig auch diese Aspekte nicht nur beleuchten, sondern auch entsprechend mit Übungen und so weiter die Teilnehmenden in Erfahrung bringen. Und das ist so das, worum es geht, neben dem natürlich, dass dieses letzte Modul, ist ja nicht nur ein Modul, sondern es soll auch ein Abschluss sein. Und entsprechend man dann auch schaut, auch einen kleinen Rückblick wahrscheinlich macht, aber eben auch sieht, dass in diesen anderthalb Jahren, die man da gemeinsam einen Weg gegangen ist, wahrscheinlich sehr viel, ich gehe davon aus, sehr viel Positives entstanden ist. Und dass man natürlich vielleicht auch dann Möglichkeiten hat, das gebührend gemeinsam zu feiern oder so. Genau. Wie meldet man sich an? Man hat eine Seminarnummer, die findet man auf der Webseite, da meldet man sich in Hamburg an. Und wenn man dann eine Anmeldungsbestätigung bekommt, bekommt man damit automatisch auch weitere Seminarnummern, weil wir haben natürlich bei den Modulen in Sempkelingen auch immer noch die Unterkunfts- und Verpflegungsabfrage. Und von daher muss man sich, wenn man sich angemeldet hat, mit den anderen Seminarnummern, die man dann bekommt, zu den einzelnen Modulen auch in Sempkelingen anmelden. Da gibt es dann den Unterschied, möchte ich quasi ein Einzelzimmer, ein Doppelzimmer, ein Mehrbettzimmer, nehme ich komplett am Essen teil oder gar nicht. Diese Abfragen sind pro Modul notwendig und daher muss man auch sagen, die Personen, die sich jetzt demnächst anmelden, die werden quasi zuerst auch diese Anmeldemöglichkeiten für die Zimmer- und Verpflegungsmöglichkeiten in Sempkelingen haben. Keine Sorgen, wenn die später dran sind, es gibt in der umliegenden Umgebung von Sempkelingen, von unserem Meditationshaus, auch verschiedene weitere Unterkünfte. Aber wie gesagt, es lohnt sich tatsächlich, sich rechtzeitig anzumelden und erst dann bekommt man die Seminarnummern, um sich zu den einzelnen Modulen vor Ort in Sempkelingen anzumelden. Für die Wochenenden in Hamburg ist keine weitere Anmeldung notwendig, weil da muss sich jeder selber Unterkunft und Verpflegung organisieren, wenn er aus der Ferne kommt. Genau, aber für Sempkelingen, unser Meditationshaus, ist das einfach eine weitere Abfrage. Ich wäre sonst am Ende und ich hoffe, es hat euch irgendwie geholfen, diese Informationsveranstaltung zum systematischen Ausbildung der Meditation. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, schickt einfach eine kurze Mail an anmeldung@tibet.de. Da wird euch dann weitergeholfen werden und ich hoffe, wir sehen uns. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit ansprechen, wenn ihr uns irgendwie bei einer von unseren Meditationen, Frank macht gerne öfters die Dienstagmeditation oder ich bin hier in Hamburg City auch öfters zu sehen. Ja, sprecht uns an und wir hoffen, euch bald dort zu sehen. Also ich denke, das wird eine richtig gute Sache. Ja. Und gerade für die oder von euch, die wirklich diesen Wunsch in sich tragen, vielleicht persönliche Meditationspraxis zu etablieren und entsprechend zu entwickeln. Oder die das vielleicht schon mehrmals versucht haben und es irgendwie nicht funktioniert hat. Ich glaube, das ist dann sehr bestärkend, gerade wenn man über so einen Zeitraum von anderthalb Jahren
auch eine gewisse Art von Gemeinschaft in dem Kontext erlebt. Das heißt, wir sitzen ja alle im selben Boot. Und meine Erfahrung ist, dass man dann doch sehr nicht nur motiviert herausgeht, sondern dann in diesen 1,5 Jahren vielleicht dann wirklich auch einen Zugang gefunden hat. Das ist so, die uns oder der uns dann entsprechend wirklich das ins Leben auch integrieren lässt. Natürlich hängt das ein bisschen auch davon ab, dass man selber was machen muss. Das heißt, ohne dass man selber was tut, passiert natürlich gar nichts. So, aber ich denke, in dem Kontext dessen, dass man immer wieder zusammenfindet und sich da auch über diese Zusammenhänge austauscht, wird man einen guten Weg für sich finden. Und ich freue mich drauf und bis dahin. Tschüss. Genau. Dankeschön. Tschüss.